Mr. und Mrs. Griffin, Chris ist suspendiert worden, weil er einen sehr unanständigen Witz im Unterricht erzählt hat. Hören Sie, Rektor Shepard, wir versprechen Ihnen, es passiert nie wieder. Ich weiß nicht, wo Chris den Witz her hat, aber von zu Hause bestimmt nicht. Oder, Chris? Nein, Mr. Quagmire hat ihn mir erzählt. Hätte ich mir denken können. Was, der, wo der Blinde am Fischmarkt vorbeigeht und sagt, Guten Morgen, Ladies. Den hab ich dir erzählt. Den hast du mir erzählt. Allerdings. Wir haben viel Freude miteinander. Quagmire, Chris wurde von der Schule suspendiert, weil er einen von deinen schmutzigen Witzen erzählt hat. Oh Gott, Peter, das tut mir leid. Soll ich mit ihm reden? Nein, ich will eigentlich, dass du mir den Witz erzählst. Ja, erzähl uns den Witz. Ihr wollt ihn hören? Na schön. Also, eine Braut lernt einen Typ in der Bar kennen. Und dann hat sie ihm... P.S. Deine Vagina ist im Waschbecken. Oh Gott, ich hab in die Hose geschissen. Es ist lustig, wenn das anderen passiert. Die Unterhose kann ich vergessen. Ich habe sie einfach ausgezogen und an die Wand geworfen. Da ist sie dann langsam runtergekrochen wie so eine klebrige Gummikrake. Der Witz ist ziemlich gut. Ich meine ehrlich, ihre Vagina ist im Waschbecken. Verdammt! Wow, der scheißt jedes Mal, wenn er den Witz hört. Ja, das tut er allerdings. Haut ab! Ich habe gerade eine frische Hose angezogen. Eine SMS? Verdammt! Hört damit auf! Ihr ruiniert all meine Klamotten! Okay, Quagmire, er schläft. Peter, du hast das Bett vollgeschissen. Wenn man in seinen Träumen kackt, kackt man auch in echt.